Hagaldor, mein Leben ist lang. Doch in all den Jahren ist es mir nicht gelungen, Weisheit zu erlangen. Ich warnte es, die beste Lösung, diesen verliebten Sterblichen von mir zu weisen. Und dabei habe auch ich es gefühlt. Selbst wenn er alle Schlachten der Welt überlebt, ist das Leben eines Sterblichen doch nur ein Herzschlag meines eigenen Lebens. Aber selbst diesen Herzschlag habe ich vergeben. Und nun fühle ich es so sehr. Oh. Wow. Das ist einfach das prunkvollste Grab, was ich je gesehen habe. Ein Grabstein. Gefallenen Freund trauern. Und so ging er von uns. Ein tapferer Krieger. Getötet von einem elenden Ork. Wir werden Rache schwören. Wir werden den Ork besiegen, der ihn um... Ach, der ist ja schon tot. Wir werden die Orks alle besiegen. Wir werden Mittelerde von Orks säubern. Ihr habt Wynmar die letzte Ehre erwiesen. Ja, hallo Noriel. Huch, ich scroll mal ein bisschen raus. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ach, jetzt ist sie so fröhlich auf einmal, natürlich. Ich hätte diesen Menschen freundlicher begegnen sollen, indem insbesondere... Nicht diesem, diesen Menschen. Insbesondere diesem Mann. Hoffentlich werde ich in Zukunft weniger unerbittlich sein. Die Rohirrim werden die Elben von Lorien niemals willkommen heißen, aber ich möchte ihnen dennoch aus der Ferne helfen. Würdet ihr zu ihnen gehen, Thagador, und herausfinden, was dieses Volk so nah an den gefürchteten Ort getrieben hat? Ich möchte ihnen irgendwie helfen, während sie sich in der Nähe unserer Grenzen aufhalten. Vielleicht sind sie ja nicht so schlimm, wie wir immer dachten. Okay. Hört meine Worte. Ich kann Wynmar nicht mehr helfen, aber seinem Volk möchte ich gern Hilfe schicken. Geht bitte nach Stangard und helft ihnen so gut ihr könnt. Die Elben werden diese Grenze für sie verteidigen und dafür sorgen, dass sie Gaben aus dem Wald erhalten, wenn sie Hunger leiden oder Ausrüstung benötigen. Ich werde hier verweilen und versuchen, diesen Verlust zu verarbeiten. Oh, es klingelt. Moment. So, da bin ich wieder. Da hat's an der Tür geklingelt. Wie spät ist denn jetzt? Ach so, ja, gut. Also. Ich kann Wynmar nicht mehr helfen. Wo war ich denn jetzt? Ich werde hier verweilen und versuchen, diesen Verlust zu verarbeiten. Vielleicht würde ich jemanden wie Wynmar zukünftig nicht einfach aus Prinzip so behandeln, wie ich es tat, sondern auf mein Herz hören, bevor es zu spät ist. Annehmen. Okay. Ach genau, ich soll jetzt nach Stangard. Bin ich schon wieder komplett raus, weil ich hier durcheinander gebracht wurde, weil hier wieder wer an der Tür geklingelt hat. War nun die Nachbarin, die ein Paket abgeholt hat, jetzt nach 2 Wochen oder so gefühlt. Nein, weiß ich nicht, wie lange es hier schon liegt. Bestimmt seit Freitag, oder? Nee, länger sogar. Ach, ich laufe hier übrigens falsch. Ich muss dahin. Hier ist aber auch sehr schön. Das Zelebrand. Nee, Parf-Zelebrand. Okay, hier sind Felswürmer, was es hier alles gibt. Oh, ist das schön hier. Ganz ehrlich, ist ja richtig schön. Huch, Alter, hier sind überall Felswürmer. Erkunder von Eorls Aue, das Wuselnest. Ihr habt die Wuselnester entdeckt, ja, sehr schön. Ja, ich will hier weg, hier sind überall Felswürmer. Und Ebenenziegen. Oh, wie lange habe ich keine Ziegen mehr gesehen? Ich weiß es nicht. Ist aber schon ein bisschen her, ne? Habe ich überhaupt schon Ziegen hier gesehen in Herr der Ringe Online? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Oh, da hinten stehen Statuen. Das finde ich auch sehr schön. Und da ist Stangard. Heißt das, glaube ich, ne? Also wie Standard, bloß mit G. Also Stangard. So. Ja, dann wollen wir mal dorthin reisen. Ach, da kann ich sogar rein. Da gibt es sogar eine eigene Karte. Das scheint eine riesige Stadt zu sein, offensichtlich. Na sowas. Dann gehen wir da mal rein gleich. Aber jetzt... Alter, ist das schön hier. Ganz ehrlich. Das gefällt mir hier. Wirklich. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich finde das hier sehr, sehr schön. Tatsächlich. Ach, hier ist ja schon der Afik. Was für ein Name. Wer ist diese Frau? Und warum trägt sie das Schwert meines Volks? Wer ist diese Frau? Und wieso trägt sie ein Schwert meines Volks? Ihr seid weit weg von zu Hause, begleitet von einer Kriegerhexe der Dunländer. Das gefällt mir nicht.
Afik starrt euch mit halb geschlossenen Augen argwöhnisch an. Dieser Außenposten mag zwar außerhalb der Grenzen Rohans liegen, aber auch hier gilt das Gesetz von König Theoden, und ich kann es dieser Kriegerhexe nicht gestatten, einfach so hier hereinzuspazieren. Nehmt ihr das Rohirrim-Schwert ab, zeigt es Horn oben in Stangard und holt seine Meinung ein. Er ist jung, kennt sich aber mit Schwertern und Geschichte aus wie kein anderer. Wenn er glaubt, dass diese Frau keine Gefahr darstellt, lasse ich sie hinein. Ansonsten muss sie außerhalb der Walle warten. Okay. Und Nona, hallöchen. Ich werde euch das Schwert tragen lassen. Doch lasst nicht zu, dass einer dieser Männer es berührt. Diese Waffe mag zwar das Ergebnis ihrer Handwerkskunst sein, doch sie gehört ihnen nicht mehr. Jetzt ist es das Schwert meines Bruders Vardu, und seine Erbfolge wurde erst unterbrochen und dann wieder zusammengeführt. Vardus Geist führt es nun. Nona sieht euch genau an. Holt es aus der Tasche mit meinen Sachen. Bringt es zu diesem Horn oben im Dorf, aber denkt daran, lasst niemanden außer euch es berühren und kehrt zu mir zurück, wenn er zufrieden ist. Okay. Ach, hier ist noch eine Quest. Auf nach Stangard. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Was ist hier los? Was macht euch euresgleichen heutzutage an unseren Toren? Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Ein Reisender hier bei uns? Sehr merkwürdig. Doch ihr seht nicht böse aus. Woher kommt ihr denn? Was gibt es Neues aus den westlichen Landen? In Rohan teilen wir unser Brot mit unseren Gästen. Doch ich fürchte, wir haben kein Brot übrig. Zynret ist heutzutage unser Bewahrer der Nahrungsvorräte und die Nahrung ist im Verwahrungshaus sicher verschlossen. Ihr solltet mit Zynret sprechen. Er wird den Regeln der Rohirrim bezüglich der Gastfreundschaft nachkommen. Ist ja praktisch. Wer ist hier der wahre Anführer? Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Das hängt wohl davon ab, wen ihr fragt. Aber da... Wieso ändert sich auf einmal hier wieder die Beleuchtung ganz komisch? Aber da ihr nun einmal mich fragt, sage ich euch, Stanrik ist der wahre Befehlshaber von Stangard. Oder Stanrik. Das war er schon immer. Stanrik ist ein guter Mann und erfüllt seine Pflicht mit Ehre und Stolz. Er hat es in Stangard nicht immer leicht gehabt. Viele Männer hegen einen Groll gegen ihn. Und seit Sifriks Ankunft ist alles nur noch schlimmer geworden. Doch bitte erwähnt nichts von dem, was ich euch hier erzähle. Und was macht ihr in Stangard? Was führt euch in diese Lande? Ich bewache Tag ein, Tag aus dieses Tor. Richtig ausruhen kann ich mich dabei nicht, denn wir haben niemanden, der die zweite Schicht für mich übernehmen könnte. Ich wünschte, ich könnte etwas Nützlicheres machen, aber Sifrik hat mir befohlen, auf keinen Fall meinen Posten zu verlassen. Okay. Ach, da ist übrigens das Schwert, das ich mitnehmen soll. Nonas Besitztümer. Wie passt das Schwert denn da rein? Huch. Ach, ich trage das Schwert jetzt, okay. Dann trage ich dieses Schwert. Und zwar, wo muss ich es denn hintragen? Warte. Hier vorne. So. Okay, 11 Uhr ist es jetzt schon. Ich muss bald Aufnahmepause machen, weil ich mal was essen muss. Ich habe tatsächlich Hunger. Ich wollte eigentlich 3 Stunden aufnehmen, aber ich muss ja mal was essen. Das geht ja so nicht. So, Gastfreundschaft in fremden Landen. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Ach, das soll ich gar nicht machen. Egal. Also, ich soll erstmal das Schwert woanders hintragen. Hierhin nicht. Ihr sucht nach Nahrung, Reisender. Wer hat euch geschickt? Stanrik oder Sifrik? Ihr sagt, es war Sabert? Tut mir leid, aber ohne die Erlaubnis des Rats kann ich keine Rationen ausgeben. Unsere Regeln an diesem Ort sind wichtiger als die alten Regeln der Gastfreundschaft. Ihr solltet mit unserem Anführer sprechen. Oder eher unseren Anführern. Sie befinden sich in der Medhalle. Gadda wird euch hereinlassen. Fortsetzen. Zynret scheint nicht sicher zu sein, ob das Essen mit euch geteilt werden kann. Ach echt. Hat er ja nur erzählt. Das ist wahrscheinlich nochmal für die Leute, die Questtexte nicht lesen. Ist vielleicht auch sinnvoll. Wo soll ich denn hin mit dem Schwert jetzt? Das muss ich doch irgendwo hintragen. Wohin denn? Ach, da hinten, am Arsch der Welt. Da hinten soll ich hin. Erstmal möchte ich mit dem Stallmeister sprechen, warte mal. Oder mit der Stallmeisterin? Ist das? Seid gegrüßt, Freund der Rohirrim. Okay, hier kann ich nach Südbre reisen übrigens, habe ich gerade gesehen. Heißt also, wenn ich nach Südbre will, ne, kann ich von hier aus
So, was gibt's denn hier? Tat verliehen. Erfüllt Aufgaben in okay. In Lore. Was steht da? Lore. Ach, Eoris. Genau, Eors Aue. Eols Aue steht da. Meine Fresse, das kann man kaum lesen, weil das so. Hier schließen, habe ich Punkte bekommen, Titel gewährt. Wächter von Finnglatt. Sehr schön. Und hart abgeschlossen. Ja, ich soll hier. Wie viele Aufgaben sollte ich erledigen? 20 von 20. 20? So viele schon? Was? Niemals. Niemals habe ich 20 auf. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, ganz ehrlich, da hinten muss ich hin. Ich finde das hier aber. Also, man muss sagen, das Gebiet gefällt mir. Es ist sehr schön designt. Wirklich. Also, ich kann mich nicht beschweren. Der Markstein ist auch interessant. Ziemlich groß vor allem. Ich möchte jetzt aber erstmal mit. Mit Gunnar möchte ich nicht sprechen. Ich möchte hier dieses Schwert endlich mal loswerden. Tragt er schon die ganze Zeit mit mir rum. Ich heiße euch in Stangard willkommen. Was tragt ihr da für willkommen in Stangard. Was ist das für ein Schwert, das ihr da tragt? Er streckt seine Hand aus, doch ihr schüttelt den Kopf und haltet es fest. Er lacht leise und ihr erzählt ihm kurz etwas über Nona, Vardo und das Schwert. Verstehe, das ist ein Schwert der Rohirrim, doch es ist alt, sehr alt. Es ruft Erinnerungen in mir wach, aber ich kann sie nicht einordnen. Ob es wohl geschmiedet wurde, bevor Eorl, der Junge aus den Nordlanden kam? Er scheint eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte euch etwas zeigen. Gebt eurer Freundin vor dem Tor diese sonderbare Waffe mit meinen Empfehlungen zurück. Mit meinen Empfehlungen. Und sagt ihr, sie sei in diesem Dorf willkommen. Ich glaube, keiner von euch beiden ist uns feindlich gesinnt. Danach treffen wir zwei uns vor der Stadt am Krufstan. Das ist eine große Statue aus zwei Figuren zwischen den Klagehügeln im Westen von Stangard. Die solltet ihr euch mal ansehen. Okay, jetzt bringe ich das Schwert wieder zurück. Na toll. Wow. Ich kann auch nicht reiten, weil das sonst nicht geht. Das ist blöd. Ich kann auch das Schwert nicht ins Inventar stecken oder so, weißt du? Warum denn auch? Stattdessen trage ich es in den Händen die ganze Zeit. Und vor allem in beiden Händen. So trage ich es auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich die Laterne hier kaputt gemacht. Warte. Ich mache mal die Laterne mal ganz kurz kaputt. So. Kaputt. Ist das überhaupt eine Laterne? Ich weiß nicht, was das da darstellen soll. Ach, eine Fackel. Leuchtet bloß nicht, weil Tag ist wahrscheinlich. Da ist eine Tür. Da kann ich auch mal reingehen. Ich bringe das Schwert aber erstmal zurück. So, Hallöchen. Es ist mir erlaubt einzutreten. Ich werde lieber draußen verweilen. Es ist mir erlaubt einzutreten. Ich werde lieber draußen verweilen. Dieses Dorf stinkt nach Pferden und unehrlichen Machenschaften. Danke, dass ihr mir Vardos Schwert wiedergebracht habt, Tagador. Ich wusste, dass ich euch trauen kann. Bei den anderen hier bin ich mir nicht so sicher. Trefft Horn am Kutstan. Ich werde mich andernorts umsehen. Dieses Dorf interessiert mich nicht, Tagador. Diese Leute sind dieselben wie ihre Brüder und Schwestern in anderen Teilen der Welt und haben uns nichts Hilfreiches zu erzählen. Ich werde die Bedeutung eures Traums in der Wildnis suchen. Trefft Horn am Krufstan. Ich werde mich andernorts umsehen. Wo war das eurer Aussage nach noch? Zwischen den Klagehügeln im Westen? Passt gut auf euch auf, Tagador. Horn macht zwar einen freundlichen Eindruck, aber seine Landsleute sind Verräter und er wird sich ebenfalls als solcher entpuppen. Haltet ihn schon schön auf Abstand. Die sind aber fremdenfeindlich hier, diese Nona. Was denn das? Die Tür, kann ich die betreten? Wo komme ich denn hin? Ach, hier oben drauf, Mensch, ist ja sehr schön. Dann gehe ich mal wieder runter. Oder, warte mal, ich... Komm, weißt du, kann ich nicht, wenn ich jetzt so... ist ja blöd. Kann... Was war das denn jetzt? Ich mache mal ganz kurz das Interface aus und zeige euch mal diese wunderschöne Landschaft. So, jetzt fehlt noch Rohan Musik. Genau die Musik fehlt. Boah, ist das schön hier, ganz ehrlich. Irgendwie so. Naja. Da sind Würmer. Aber es ist echt schön. Ich muss ja sagen, mir gefällt das hier wirklich sehr gut. Ich lasse mal das Interface aus und reise mal zu dem Typen da. Ich weiß ja noch den Weg. Das ist das Gute daran.
Also, ich glaube, dass ich den Weg noch weiß. Ich mache auch mal die Namen aus. Der ist wahrscheinlich gar nicht hier drin, aber ich muss da hinten nochmal hin. Sowieso. Jetzt reite doch mal alleine. So. Dieses automatische Laufen, das umzuschalten, ist gar nicht so einfach, weil der bleibt dann immer irgendwie stehen. Ich weiß auch nicht. So, hier soll ich hin. Ich mach mal wieder an alles. So. Ist zwar schön, aber naja. So, Gadda, hallöchen. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Ihr dürft eintreten, Reisender. Mein Hauptmann Stanwyck befindet sich drin. Wenn ihr Gastfreundschaft erhofft, sollte Stanwyck sie euch bieten. Er ist ein guter Mann. Fortsetzen. Ich sage jetzt mal, Stanwyck heißt wahrscheinlich Stanrik. Stanrik. Stanrik, unser wahrer Anführer, ist drin. Leider werdet ihr auch Sifrik anhören müssen. Das ist eine verrückte Zeit hier in Stangard. Okay, dann gehe ich mal hinein. In die gute Stube. In die Methalle. Heißt die wirklich Methalle? Die heißt wirklich Methalle. Oder Methalle. Das klingt irgendwie komisch, wenn man das Methalle. Naja. Da ist wohl das Methalle. Hallo Stanrik. Unsere Aufgabe ist. Stanrik. Seid gegrüßt, Freund. Ich bin der Hauptmann dieses Außenpostens in Stangard. Oder ich war es zumindest. Jetzt ist das Ganze etwas komplizierter. Wie dem auch sei, ihr seid ein willkommener Gast. Und wir werden unser Brot mit euch teilen. Okay. Was führt euch in diese Lande? Stanriks Gedankengänge wurden von einer in der Nähe stehenden Person unterbrochen. Stanrik ist vielleicht witzig. Er weiß ganz genau, dass wir kaum genug Brot haben, um unsere eigenen Männer zu versorgen. Ihr müsst euch euer eigenes Brot verdienen, Reisender. Stanrik, das ist genau das Verhalten, das euch überhaupt in diesen Schlamassel gebracht hat. Ihr seid ein Narr, Stanrik. Nur weil ihr keine vernünftigen Entscheidungen treffen könnt, bin ich hier vonnöten. Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Sifrik wurde von König Theoden ausgesandt und ist ein Berater aus Edoras. Ich habe keine Macht über ihn und er setzt seinen Willen bei allem, was hier vor sich geht, durch. Es tut uns leid, tut mir leid, dass wir euch hier nicht wärmer willkommen heißen können, wie unsere Traditionen es verlangen, Thagador. Doch wenn ihr meinen Männern einen Gefallen tun möchtet, solltet ihr ihnen bei ihren Pflichten helfen. Gadda ist ein guter Mann und wird wissen, womit ihr anfangen könnt. Okay, dann gehen wir mal zu Gadda. Ich kann nicht über diese Feuerstelle gehen, was irgendwie Sinn macht. Wo geht's eigentlich hier hoch? Ach, gar nicht. Drüben ging's aber hoch. Ich geh mal hinauf. Ich guck mir das hier mal an, ne? Warum nicht? Huch, wer geht's? Ach, Alter. Kann ich nicht mal eine Treppe hochlaufen? Was denn los? Okay, hier oben ist jetzt aber... Hast du sogar eine Leiter? Ich kann die Leiter nicht hochklettern, warum auch immer. Geht eh nur aufs Dach wahrscheinlich. Was dachte ich denn sonst? Hahaha. So, ich spring mal hinunter. Aua. Egal. Hinaus. Kann es sein, dass die Tür von draußen, von innen größer ist als von draußen? Doch, irgendwie schon, ne? Die Tür ist von innen größer als von draußen. Frag mich nicht. Hallo, Gadda. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Ah, Stanrik hat euch zu mir geschickt. Ich verstehe, ich werde mit Sifrik nicht darüber sprechen. Ich habe viele Ideen, wie ihr in Stangard aushelfen könnt, Thagador. Ihr solltet damit beginnen, ein paar Rationen auszuliefern, einen Wachgang zu übernehmen und euch etwas um die Kleinverbrechen zu kümmern, die hier in letzter Zeit stattfinden. Bitte geht und helft meinen Männern bei ihren Pflichten. Ihr werdet eine große Hilfe sein. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr uns helfen? Ich schätze, es wäre hilfreich, wenn ihr den Männern ihre täglichen Rationen bringen würdet, Reisender. Ihr könnt selbst sehen, wie es den Männern von Stangard geht, wenn sie ihr Essen erhalten. Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Ich habe ein Problem, mit dem ihr euch befassen solltet, Thagador. Während ich mich ausgeruht habe, hat sich jemand über meine Rationen hergemacht. Und das war nicht das erste Mal. Ich würde in eurer Schuld stehen, wenn ihr herausfinden würdet, wer meine Vorräte stiehlt. Diebe müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Okay, gebrochene Gesetze. Der kann mir noch irgendwas erzählen. Du auch, ne? Nee, du nicht. Du kannst mir noch was erzählen. Wer ist hier der wahre Anführer? Was macht ihr in Stangard? Unsere Aufgabe drängt. Warum müssen so viele von uns die Wache übernehmen? Und warum braucht keiner von uns zu arbeiten? Ja, weiß ich doch nicht. Ach, du kannst mir gar nichts sagen, glaube ich. Mit dir muss ich wohl noch kämpfen, der sieht zumindest so aus. Ich bin mir unsicher. Ja, mit dem muss ich noch kämpfen, da bin ich mir sicher. Irgendwann. Später. Ist wahrscheinlich der Dieb.
How deep is your love? Ha 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 ha. Warte, hier ist doch noch eine Quest. Wo ist die denn? Da hinten irgendwo. Wo denn? Wo? Hier? Hä? Hier ist... Ach, da drin. Warte. Da gehe ich mal rein. Das Haus von Bürnstan. Ja, und jetzt? Was ist denn hier? Nichts? Wow, toll. Ach, die Leiter soll ich benutzen. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Und dann... Huch, hallo, ruckelt doch nicht. Außer, dass es ruckelt, finde ich hier aber nicht viel. Hä, ich kapier das gerade nicht. Was soll ich jetzt hier machen? Er hat mich hier reingeschickt. Aber da ist nichts. Hier ist eine Truhe. Ja, und jetzt? Hä? Ich kapier's nicht. Verstehe ich gerade echt nicht. Hä? Ich gehe mal wieder hinunter. Leiter? Da. Hallo, Leiter. Jetzt. Hier ist doch gar nichts. Ist zwar schön hier drin, auch mal interessant zu sehen, aber da ist doch nichts drin. Ganz ehrlich. Wieso? Hä, jetzt schickt er mich nicht mehr rein. Oder war das gar nicht hier? Hier soll ich noch rein. Ach so, ich soll natürlich die... durchsuchen nach gestohlenen Gegenständen oder was? Nee, hä? Hier ist aber auch nichts. Jetzt habe ich das Haus entdeckt. Kann ich hier noch hoch? Nee, das hat keinen Dachboden. Hier ist aber auch nichts, ne? Nee, irgendwie nicht. Ich gehe wieder raus. Und jetzt? Tja, keine Ahnung. Jetzt habe ich erstmal ziemlich viel Durst tatsächlich. Hier soll noch was sein. Warte. Da hinten sehe ich noch was. Da sehe ich noch was. Hier, bei der Schmiede. Sehe ich doch noch. Da kann ich auch noch mal rein. Haus des Handelsmanns. Soll ich da hinein? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal ganz kurz rein. Guck mich da mal um. Okay, das Haus des Handelsmanns entdeckt. Hier geht's noch raus. Der hat zwei Türen. Sehr interessant. Da ist ein Ofen. Hier ist noch ein Haus. Ich trinke mal ganz gut. Ach, das ist die Bank. Da soll ich gar nicht rein, glaube ich. Oder doch? Ich gehe trotzdem mal rein.